Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich möchte noch ein Video zur Mondlandung machen, weil sie sich dieser Tage zum 50. Mal gejährt hat. Erinnert euch bitte an die Aussage eines damals sowjetischen Oberst der Luftstreitkräfte, der lapidar festgestellt hat, dass jemand, der länger als 5 Minuten im Weltall überleben möchte, von circa 5 Meter dicken Bleiplatten geschützt werden muss. Deswegen sagt man auch, dass das Vordringen ins Weltall mit dieser Technologie nicht möglich ist. Angeblich soll es mit starken Raketen möglich sein, die Erdatmosphäre zu verlassen. Ich glaube es nicht, aber ich lasse es mal dahingestellt. Erinnert euch bitte an die Bilder des Landemoduls mit diesen Teller- oder schüsselförmigen Füßen. Füße passt. Die hätten millimeterdick mit Staub einpaniert sein müssen, waren es aber nicht. Sie waren blank poliert. Eine völlige Unmöglichkeit, weil der Staub hätte bei einem Sechstel der Schwerkraft am Mond mindestens 20-30 Minuten in der Luft hängen müssen. Und das Erste, was wir gesehen hätten, wäre gar nichts. Nur eine riesengroße Staubwolke, vielleicht im Umkreis von einigen hundert Metern, weil eine solche, so ein Bremstriebwerk wird auf jeden Fall immens viel Staub aufwirbeln. Ich glaube daran, dass die USA unter immensen Druck gestanden sind. Ihr erinnert euch noch an den Sputnik-Schock mit Yuri Gagarin, der erste Mensch im Weltall. Und jetzt mussten die Amerikaner das toppen. Sie mussten eins drauflegen. Und da galt dann die Devise, if we can't make it, wenn wir es nicht machen können, let's fake it. Lass es uns vortäuschen. Und genau das hat dann auch ein Stanley Kubrick inszeniert. Bei seiner Verfilmung der Mondlandung, weil was wir gesehen haben, ist nichts anderes als eine Hollywood-Produktion, welche angeblich in Area 51 gedreht wurde. Also an einem geheimen Ort, wo keine Zeugen zufällig das sehen hätten können. Und es sind so viele Regiefehler drinnen, es sind so viele Bildfehler, es sind so unendlich viele technische Fehler. Man sieht auch das Seil, was dieses Landemodul dann beim Start sozusagen emporhebt, wurde retuschiert. Also lauter billige Fehler, das ist Slapstick, was uns da präsentiert wurde. Und noch immer gibt es Leute, die an die Mondlandung in dieser Form glauben. Ich bezweifle nicht, dass die Amerikaner, die Russen, die Reichsdeutschen, die Chinesen wahrscheinlich, ja, dass die alle längst bemannte Mondmissionen hatten. Aber bitte nicht mit dieser Steinzeittechnologie. Das ist einfach ein Schwachsinn. Sie haben es mit Antigravitation gemacht, sehr wahrscheinlich. Und mit dieser Antigravitation könnten wir Menschen uns auch fortbewegen und das würde die Ölindustrie zerstören. Und hier geht es um ein Billionengeschäft. Das ist der ganze Grund. Also sie haben eben diesen Spagat machen müssen. Auf der einen Seite mussten sie uns belügen und auf der anderen Seite waren sie sicherlich schon hunderte Male am Mond. Ende.